Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Nuzlocke Challenge. Ja, im letzten Part haben wir ein bisschen trainiert und Laubwechselfeld erkundet und sind jetzt hier gelandet. Und bevor wir weitergehen, werde ich zum Pokémon Center gehen und meine Pokémon heilen. Weil ich finde, die haben es einfach ein bisschen nötig, jetzt geheilt zu werden. Und jo, kann ja nicht schaden. Lieber ein bisschen zu oft heilen als ein bisschen zu wenig. Entschuldigung, so. Genau. Heilen, heilen, heilen. Sehr schön. Nicht wundern, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, aber nur ganz leicht. Das ist mehr so ein Schmerz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn es so bei den Augenhöhlen oben, wo die Augenbrauen ist, so ein bisschen wie, ja, wenn es halt einfach schmerzt irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Das fühlt sich auf jeden Fall ziemlich dämlich an. Und oh je, die sind jetzt in voller Blüte. Haben wir denn die Gießkanne schon? Oh, die haben wir gar nicht. Ups. Okay. Da können wir es jetzt noch nicht pflücken. Okay. Der kann uns jetzt keine geben. Und mit denen können wir kämpfen. Wer hat dir alle das alles über Pokémon beigebracht? Ich mir selber. Stell dir das mal vor. So, gegen die beiden wollen wir natürlich kämpfen. Die setzen Roselia und Georock ein. Okay, dann wollen wir mal schauen. Also, Stoller darf sich. Ich würde sagen, wir kümmern uns zuerst um Georock. Einfach weil das Stärke ist. Mit Drachenwut und Metallklaue dürfte das ja eigentlich keinerlei Probleme geben. Okay, das macht doch einiges aus. Und da kommt gleich Stoller an. Sehr schön. So mag ich das. Perfekt, da ist das Georock schon mal weg. Gut. Und Gara erreicht Level 26. Oh, Megasauger. Oh, weh. Okay, das schauen wir mal. Kopfnuss wäre so mein Vorschlag. Und halt Drachenwut wieder. Aber bam, denn Drachenwut haut halt ordentlich rein, ne? Genau, so. So passt die Sache. Okay, sie sind besiegt. Was für ein unglaublicher Kampf. Ja, ne? Bin halt ich. Ich habe angefangen, Pokémon zu trainieren, weil Tira, meine Mentorin, es mir beigebracht hat. Nur deswegen. Ich bringe meiner Juniorin Ivy alles etwas über Pokémon bei. Ach was, das hat sie mir nur schon gesagt, aber egal. Gut, hier finden wir nichts. Da würde es hochgehen, aber wir können erstmal gegen ihn kämpfen. Campen macht Spaß. Du kannst angeln, Würstchen braten und andere mit Spukgeschichten zu Tode erschrecken. Aber das Beste sind die Pokémon-Kämpfe. Okay, das würde ich dir mal so glauben. Oh Gott, jetzt muss ich schon wieder so oft gähnen gerade. Kuno setzt ein Sandern ein. Sehr schön. Okay, Stoller, da hauen wir doch mal ordentlich rein. Auch wenn du eigentlich im Großen und Ganzen schwach gegen Boden-Pokémon bist, dürfte dieses Sander kein großes Problem darstellen. Denn wie man sieht, Kopfnuss und zack, weg ist es. Alles klar, dann kommt jetzt ein Blanas. Klar, das ist nicht mehr ganz so das große Problem. Sehr schön. Okay, es setzt Naturkraft ein. Oh, Sternschauer. Oh, war ja. Da können wir gleich mal eine Metallklaue hinterher schicken. Und. Yay, Planas wurde besiegt. Und das war etwas zu schwer für mich. Ja, das kann sein. Oh Mann, ich muss schon wieder gähnen. Was ist gerade los? Die ganze Zeit vorher, jetzt nicht mehr, aber jetzt. Ich finde es großartig, dass ich mit meinen Pokémon campen gehen kann. Ja, ich auch. Ich gehe aber nicht campen. Ich reise mit ihnen nur durch die Welt, ohne jemals zu schlafen. Und Wartburg kann ich nicht fangen. Ich habe ja schon Lotus leer gefangen. Schlimm. Keiner hätte ich jetzt hier angefangen. Oh, Wablu, Wablu, Wablu. Jetzt kommen die Wablus, wo ich sie nicht mehr brauche. Boah, schlimm. So. Huff, 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 huff. Komm, tritt gegen mein Pokémon an. Oh Gott, ich will nicht wissen, was das huff, 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 huff heißt. Nee, das will ich nicht wissen. Ein Stolonio, sieh mal einen an. Ich habe auch eins. Willst du sehen? Hier. Meins ist aber ein bisschen stärker als deins. Okay, wir nutzen mal Schaufler. Und was setzt das ein? Metallklaue. Oh Gott.
Lam. Okay, Stolunio ist weg. Und 91 Erfahrungspunkte. Perfekt. Mein Pokémon. Jo. Vergiss nicht, was du mir angetan hast. Ich werde dich immer wieder daran erinnern. Och nö, keine Lust. Einen großen Körper, der plump und hart ist, riesige Hörner und scharfe Fänge. Huff, 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 so ein Pokémon hätte ich gerne. So eins kriegst du, wenn du dein Stolunio entwickelst. Warum gehst du jetzt nach unten? Ich habe nach oben getippt. Aber ist egal. Ein Lombrero. Okay, wir fliehen aber mal, denn ich habe gerade keinen Bock auf wilde Kämpfe. So. Da können wir Zertrümmerer einsetzen. Das wollen wir doch gleich mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Ein Item. Protein. Oh je. Okay. Das scheint wohl nicht zu sein. Gut. Dann, da können wir nur zu einer Geheimbasis. Dann wollen wir mal gegen diesen Trainer kämpfen. Wenn du ein Lagerfeuer entzündest, muss immer Wasser in der Nähe sein. Okay, wahrscheinlich hast du Feuer- und Wasser-Pokémon. Lass mich raten. Nicht. Und. Jetzt kommt Passo, Schneckmack. Okay, schon mal Feuer, richtig. Haha. Schauen wir mal. Da können wir gleich mal Schaufler verwenden. Und ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken, bevor ich hier umkippe oder sowas. So, tut mir leid. So, normalerweise trinke ich vorher. Aber in letzter Zeit muss ich immer wieder zwischendurch auch mal was trinken vom ganzen Reden. So, da können wir Walz einsetzen. Oh, ist jetzt Superschaller nicht gut. Okay, Stoller ist verwirrt. Kann aber Walz einsetzen. Perfekt. Gut. Damit wäre Wingull besiegt. Und Stoller erreicht Level 29. Oh, es will Eisendrive erlernen. Sehr schön. Natürlich bringen wir das ihm bei. Gegen Metallklaue. Weil Eisendrive eine echt geniale Attacke ist. Okay, sehr schön. Perfekt. Gut, du hast mein Feuer gelöscht. Ja, war auch nicht so schwer. Du hast meinen Kampfgeist gepacht. Wir sollten uns gegenseitig im Pokédex eintragen. Boah, schon wieder am Gen. Unglaublich hier. Okay. Oh, ein Doppelkampf. Sind denn unsere Pokémon soweit in Ordnung? Ja, würde ich schon sagen. Gut. So. Also. Ohne eine gute Ausrüstung solltest du dich nicht in die Berge wagen. Haben sich deine Pokémon sehr entwickelt? Nein, noch nicht, Madame. Noch nicht alle zumindest. Aber das kommt noch, das kommt noch. Keine Sorge. Larissa und Chlodwig. Das sind ja komische Namen. Chlodwig und Larissa. Los, Stella und Gara. Hauen wir die beiden mal schön ordentlich weg. Dann können wir gleich mal Ice Travel ausprobieren. Und ich sollte mal endlich aufhören mit Gähnen. Aber das ist so schwer. Okay. Drachenhut erstmal. Oh, und dann Eisenjeff macht ja nicht mehr so viel. Naja, egal. Hauptsache, das Kleinstein ist weg. 165 Erfahrungspunkte. Und Kamaub wird eingesetzt. Lombrero kann erstaunen. Okay. Was setze ich da ein? Kopfnuss am besten. Und Drachenblut. Wobei Drachenblut wahrscheinlich wieder das meiste abziehen wird. Wusste ich's doch. Okay. Kamaubo ist auch weg. Sehr schön. Sehr schön. Und tut mir leid, dass ich gerade die ganze Zeit gähnen muss. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe gerade eben schon aufgenommen, da war ich nicht so müde. Und jetzt plötzlich auf einmal. Das ist unglaublich gerade. Oh. Ich war den ganzen Tag noch gar nicht wirklich müde und ich bin auch... Ja, keine Ahnung. Meryl wird von Picknick-Galaris in den Kampf geschickt. Sehr schön. Und jetzt wird wieder Türen zugeschlagen. Super. So, das Meryl ist aber auch gleich weg, weil wir das nämlich jetzt auch wegfegen werden. Und Meryl kriegt den Kopfnuss ab. Sehr schön. So ist es besiegt nämlich.
Gott. Schlimm heute. Echt schlimm. Die Berge sind unerbittlich. Oh, ich verstehe. Gut zu wissen. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich gerade so müde bin, aber ich glaube, ich lege mich jetzt dann bald ins Bett. Einige Pokémon verändern sich enorm, sobald sie sich entwickelt haben. Im Winter sind Berge lebensgefährlich wegen der Blizzards und Lawinen. Ach Gott, heul halt rum. Oh, jetzt schon wieder jemand, der mich anruft. Ich habe gar keinen Bock, das vorzulesen. Oh ja, du kannst überall angeln, bla bla. So, tschüss. Gut. Okay, dann würden wir auch nur zu einer geheimen Basis kommen, deswegen machen wir uns nicht die Mühe, den wegzusprengen. Guten Tag. Holleridudeljö! Du musst jetzt mit Holleridudeljö antworten, da es hier kein Echo gibt. Habe ich aber keine Lust zu. Das ist so anstrengend. Okay, Jano. Puh, ich sitze an Gleitstelle ein und ich muss schon wieder gähnen. Verdammt, was ist denn heute los? Schlimm, Kopfschmerzen, Müdigkeit, boah. Scheiß Wetterumschwung, ernsthaft. Der setzt mir immer so zu, das ist grauenhaft. Sobald das Wetter von heute auf morgen plötzlich umschwingt und ganz anders wird, da ist alles vorbei bei mir. So nervig. Aber ich will auch nicht verzichten aufs Aufnehmen. Ich hatte gerade so Bock dazu. Und jetzt plötzlich kam, hatte ich dann auf den Aufnahmeknopf gedrückt, war es vorbei. Aber ich lege mich jetzt dann wirklich gleich ins Bett. Jo, schön. Als ich noch ein kleiner Lauspup war, habe ich immer gedacht, da wäre jemand, der mich ärgern würde und Holleridudeljö antwortet. Lol, okay. Kleiner Lausbub, okay. Boah. Geh mal da hoch. Da gibt's auch nur zu einer Geheimbasis. Meteorfälle hinlang nach Meteor City. Nichts, keine Anzeige. Okay, da ist also auch nichts beim Felsen. Okay. Und hier auch nichts. Oh, gleich mal einen neuen Gefährten. Was ist es? Ein Zubat. Okay, es ist ein Flug-Pokémon und Expert ist eigentlich ganz cool. Deswegen greifen wir mal mit Kopfnuss an, wenn es besiegt ist, weiß ich, dass ich jetzt nicht mehr eingreifen darf. Okay, wir holen uns noch ein neues Zubat. Okay. Diesmal dann ohne Vorschwächen. Hm. Super, das wird jetzt eine Herausforderung für sich. Oh. Wieder ein Zubat. Okay, gut. Oh, jetzt kann ich das wahr machen, was ich letztens auf dem TS mit ein paar Leuten vom Let's Play Forum besprochen habe, wie ich das Zubat nennen werde. Ich verrate jetzt noch nichts. No, jetzt muss es ja erstmal gefangen werden. Und so ganz ohne Vorschwächen ist es schon ein bisschen schwer, aber geht ja nicht mit Vorschwächen. Dann nutzen wir mal den Hyperball, den wir haben. Mal schauen. Okay. Zubat wurde gefangen. Sehr schön. Für Zubat wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Dass sie in pechschwarzen Höhlen leben, schlossen sich ihre Augen allmählich und ihr Augenlicht erlosch. Sie setzten Ultraschallwellen ein, um Hindernisse zu orten. Gut, wir geben Zubat einen Spitznamen, der lautet... Ja, Zubatman. Oh. Zubatman. Wir kamen nämlich letztens irgendwie auf das Thema Batman und dann haben wir uns gedacht, dann nennen wir das Zubat doch zu Batman. Weil Zubat und Batman und bla und. Ja. Noch ein Zubat. Hier gibt's echt viele Zubats. Aber Zubat gibt's allgemein ziemlich oft. So. Oh, Team Magma? Hehehe. Mit diesen Meteoriten wird das Ding am Schuldberg. Hä? Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du dich Team Magma in den Weg stellst, erwarte keine Gnade. Bleib sofort stehen, Team Magma. Ihr irrt euch. Was? Bleib sofort stehen, Team. Das verwirrt mich, wenn da nicht drinsteht, wer redet. Ihr irrt euch gewaltig, wenn ihr meint, ihr könntet mit der Welt machen, was ihr wollt. Oh, Team Aqua. Hehe, sogar Team Aqua leistet uns Gesellschaft. Aber es ist viel zu anstrengend, sich mit all das auseinanderzusetzen. Hey, das spielt auch keine Rolle. Wir haben den Meteoriten und so machen wir uns auf zum Schlotberg. Hey, wir sehen uns, ihr Würstchen von Team Aqua. Oh Mann. Dich kenne ich doch. Vom Museum in Graffitport. Ah, du bist Denise. Damals dachte ich, du würdest zu Team Magma gehören. Hm, du bist ein merkwürdiges Kind.
Die Magma besteht aus Fanatikern. Sie zerstören alles und behaupten, die Landmasse vergrößern zu wollen. Wir, Team Aqua, lieben das Meer über alles. Team Magma ist unser Erzfeind. Was? Wir sollten Team Magma verfolgen? Ja, ja, das müssen wir. Wir müssen uns beeilen. Nicht auszudenken, was Team Magma am Schlotberg anrichten will. Denise, du solltest Team Magma im Auge behalten. Leb wohl! Okay, tschüss. Ich schau mal nach dem Professor hier unten und ob hier ein Item ist. Nein. Ich bin Cosmo, ich bin Professor. Einige Typen von Team Magma haben mich überredet, sie zum Meteorfelder zu führen. Sie haben mich hier hereingelegt. Sie haben sogar den Meteorit mitgenommen. Und dann tauchte Team Aqua auf. Die sind auch nicht anders. Und ich verstehe absolut nicht, was los ist. Team Magma, was haben sie mit dem Meteoriten am Schlotberg vor? Das ist eine gute Frage, aber wir werden jetzt hier erstmal die Höhle voll erkunden. Und zwar ohne auf wilde Pokémon zu treffen. Und deshalb setze ich Schutz ein. Tja. Gott, meine Nase. Boah, jetzt fängt die an auch noch zu laufen. Das ist ja grauenhaft. Was ist denn heute los? Heute läuft ja echt alles schief. Gut, da können wir runterspringen. Das ist aber nirgendwo ein verstecktes Item. Sehr schön. Und hier auch nicht? Okay. Dann könnten wir eigentlich wieder hochgehen und dann hier erstmal alles ruhen lassen und dann machen wir uns zum Schlotberg auf. Weil dort ja Team Magma ihr Unwesen treiben. So, schauen wir mal, dass wir jetzt schnell hier wegkommen und dass ich hier nicht irgendwie umkippe oder sowas. Das ist gerade echt grauenhaft. Der Part geht eh nicht mehr lange. Und Schutz hält eh nicht so lang. Boah, grauenhaft. So, da können wir... Wir gehen jetzt aber als allererstes mal zum Pokémon Center und dann denke ich, mache ich mal einen Schnitt. Weil, boah, ich bin gerade so müde. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Naja. Schutz wirkt nicht mehr her, das dachte ich mir schon. Gut, wir heilen noch schnell die Pokémon und dann machen wir mal einen Cut. Und in der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg zum Schlotberg. Genau, okay. Dann verabschiede ich mich von euch, entschuldige mich nochmal für die viele Gähnerei und so weiter. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, tschüss!